Schönen guten Tag. Heute ist der 24.01. und wir sind in Leipzig. Und genau an dieser Stelle bin ich vor, ich glaube es war 2015, auch schon lange gelaufen, weil dann haben wir in diesem Club hier gespielt. Heute ist der 17.11. und wir sind in Leipzig im Werk 2. Das Wetter ist bescheiden und die Stimmung auch ein bisschen, weil alle sind krank. Ich für meinen Teil habe jetzt 2 Wochen im Bett gelegen und nur gehustet. Es war sehr langweilig. Und es kamen Sachen aus mir raus, da hätte ich nie vermutet, dass sie in mir drin sind. Da waren wir alle krank. Jetzt sind alle fit. Ach nee, stimmt nicht ganz. Eike hat irgendwie hier was kaputt. Nichts gebrochen, aber irgendwie entzündet. Und unser Backliner Leon hat sich die Rippe gebrochen. So eine Scheiße. Nachdem Guidos Rippe jetzt wieder fertig ist, ist sie schon wieder kaputt. Irgendwas ist ja immer. Jedenfalls wollte ich mal gucken. Das letzte Mal waren wir doch hier so herrlich angeschlagen. Guck mal da. Ich bin doch schon angeschlagen. Ob das diesmal wieder so ist? Ja. So ist es. Däh, Knurz. Und das Coole ist, neben uns, in dem Land, wo wir letztes Mal eigentlich gespielt haben, spielt heute Adele Neuhauser. Und das ist, unter anderem ist sie ja Tatortkommissarin beim Tatort Wien und hat zusammen mit ihrem Kollegen in einem sehr, sehr guten Video von den Sportfreunden Stillern mitgespielt. Und das muss ja spannend sein, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt ein Jazz-Punk-Trio Mucke und sie liest dazu einen Reisebericht. Und das will ich mir später auf jeden Fall reinziehen. So, ich drücke jetzt Guido die Kamera in die Hand. Und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Oder soll ich dir mal die Kamera in die Hand drücken? Du bist nie drauf. Gibst du Guido die Kamera? Ja, der soll mal wieder Scheiße machen. Das soll er machen. Ja, das soll er machen. Aber vielleicht, es liegt ja mal ganz dran, wie er drauf ist. Vielleicht ist es ja auch nicht gut. Hey, ist er schon? Komm, ich gebe ihm mal. Ich bin jetzt im Urlaub. Ich habe mir Strandurlaub gebucht. Hier ist eine schöne Strandpromenade. Hier kann man schöne Sträuchern liegen. Wenn man will, kann man hier noch mal kurz ins Meer hüpfen. Es ist ein wenig windig gewesen. Sehr aufgewühltes Wasser. Ja, dann haben wir hier noch einen Pool mit ein paar Leuten drin. Hier riesen DJ legt am Pool auf. Ja, hier für die Kinder noch ein bisschen was zum Klettern und Quetschen. Währung, man muss ja Geld wechseln. Da grün ist Schweiz, blau Ägypten, orange ist, was war das nochmal, Niedersachsen, gelb die Algarve und hier, das ist eine Mixwährung, die geht überall. Gehen wir mal weiter. Hier, das ist die Garage, da kann man halt von hinten, jetzt gut, hier kommen Kleinwagen rein, hier kommen Einzelteile rein, wenn man will, kann man das kombinieren. Oh, da hängt schon wieder Strandüberschuhe drin. Das wollen wir noch nicht. Hier, das ist der Zoo. Guck mal, noch ein Elefant, da kriegt er auf einen anderen Elefanten hoch. Oh, wir wollen hier nicht, dass sie denken, hier werden die Elefanten gequält. So, hier ist ja ab jetzt ist Zukunft. Also das war so 2019. Ab hier ist ein totaler Bruch im Urlaub. Und wir sind jetzt im Jahr 2054. Man lebt nur noch in einer Art Metallkonklaven. Man wächst durch spezielle Gewürze, Wärme und Haarmuch. Ja. Wächst man zu einer Art Schulklasse zusammen in einer Person. Und das mit dem Dampfen? Das muss manchmal auch ein bisschen auch mal abziehen. Puh. Es ist schwierig.